So, servus beieinander. Ich bin's wieder, die Elisabeth Kämpfle, und ich mache etwas Herzhaftes in meiner kleinen Küche mit meinen Femina-Produkten. Und zwar gibt es heute ein Antipasti-Gemüse. Und da zeige ich euch mal gleich, was ich alles hergerichtet habe. Schnell die Kamera richten. Das ist eigentlich was ganz Schnelles, ist eigentlich gar nicht wert, dass man groß rumredet, aber viele Dinge gar nicht dran, was mit unserem Rost alles machen können. Ich habe jetzt hier Antipasti-Gemüse klar geschnitten, logischerweise auf dem Schneidbrett. Muss ich dazu sagen, das Schneidbrett rutscht auch nicht bei der Arbeitsunterlage weg. Ihr braucht dann da kein so ein Zebra drunter legen oder Geschirrtuch. Könnt ihr euch da sparen. Da ist man wieder auf Zeiten. An Gemüse habe ich klar geschnitten grüne und gelbe Zucchini, orange Paprika, rote Paprika, Zwiebeln, rote. Ich habe ein paar gelbe Rum reingemischt, also die mag keiner außer ihr, aber die glaube ich dann auch wieder raus. Champignons, im Endeffekt könnt ihr machen, was ihr gern mit. Auberginen mögen wir jetzt nicht, darum haben wir da keine dabei, aber im Rezept stehen es. Das mische ich hier schon mal mit Salz und Pfeffer. Und Olivenöl habe ich kurz dazu gegeben. Knoblauch. Jetzt gebe ich dann halt noch einen Rosmarinzweig und Thymian dazu, der kann ruhig mitschwören. Und dann kommt das Ganze total simpel und einfach auf unseren Rost. Denn das Tolle an dem Femina Rost, er ist ja ganz gerade, wie ihr seht. Also er ist nicht so wie ein Backblech, geht er normal immer nach unten ein bisschen in der Mitte weg. Das heißt, es wird alles gleichmäßig durch. Auch wie gesagt bei Blechkuchen immer. Es gibt kein trockenes Randstück mehr. Bei der Pizza, die Sauce ist gleichmäßig verteilt mit in der Mitte mehr wie außen. Und er ist aus Edelstahl und mit dieser Wabenstruktur kommt die Hitze von unten sofort durch. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mein Gemüse drauflege, das wird nicht so suppig. Also das wird schnell durch, bleibt nur bissfest, aber liegt nicht im Wasser drinnen und sagen wir mal, kocht mehr. Das ist das große Vorteil. Es braucht natürlich alles viel kürzer. Ob ihr jetzt hier eure Pommes drauflegt, eure Semmeln, euer Brot, einfach bedenken. Ein Brotbacher ist hier ganz gut, muss ich mal sagen, weil natürlich von unten her eine schöne Kruste kommt. Dann könnt ihr da hinklopfen beim Brot, dann ist es schön hohl. Ja, das sind die großen Vorteile. Dann lege ich mir hier eine Dauerbackfolie drauf, ohne Loch. Da brauche ich keine Form, gar nichts. Wenn das Gemüse fertig ist, dann mache ich es einfach Einfachheit halber so. Ich nehme das an die Zipfel, an drei Zipfel, und am vierten schütte es gleich in die Schüssel rein, wo es braucht. Und wenn dann die Folie sehr ölig sein sollte, dann geht es einfach ins Spülbecken, ein bisschen Wasser einlassen, ein bisschen Spülmittel rein und weicht es da kurz ein. Abwischen, trocken und nachwischen, und dann könnt ihr auch wieder ganz normal einen Kuchen drauf tun. Das ist geruchsneutral, also ihr könnt jetzt einen Fisch drauf machen und dann wieder ganz normal einen Streiselkuchen. Gut, dann tun wir das jetzt im Endeffekt nur mal so drauf. Es schaut schon optisch schön aus, und dann ist es halt auch gut, wenn es nicht ewig im Ofen ist, sondern lieber kurz und knapp. Das ist jetzt bei 220 Grad. Hat sich ein Ofen vor. Das ist unser Schlagschüssel, kennt ihr jetzt auch schon. Der Hermelin M, der flexible Teigschaber. So, dann tun wir die Kräuter ein bisschen unten rein. Verteilen, wie gesagt, ihr braucht gar keinen Rand. Das gibt es bei uns oft beim Grillwert. Kann man gut herrichten, kann man warm essen, lauwarm, kalt, schmeckt immer. Im Rezept steht dann, dass nach 15 Minuten kann man einen Feta-Käse drauf bröckeln und auch noch eine Bio-Zitrone. Das ist ganz normal Geschmackssache. Wie ihr das wollt. Ich hoffe, ich denke dran nachher, wenn es gleich fertig ist, dass ich euch nur zeige, wie es fertig ausschaut. Und ansonsten seht ihr, es ist schnell gemacht, eine Riesenmenge, und es bleibt schön knackig und schmeckt einfach. Das war's schon. Fertig. Euch. Jetzt, meine Lieben, habe ich, wie gesagt, nach 15 Minuten habe ich die Zitronenscheiben draufgelegt. Dann schaut es so aus. Ich finde, da kann man wirklich, da langt man gern zu, so muss man sagen. Feta habe ich jetzt nicht drauf, da, das ist Geschmackssache.
wir machen dann drauf da. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, einfach an drei Seiten nehmen, zur Mitte herschubsen, dann zusammen wie so ein Paket in die Schüssel rein und dann flutscht eh schon alles rein. Dann ist das schön draußen und die Folie ist natürlich jetzt schon ein bisschen ölig. Die tue ich jetzt einfach so wie es ist ins Spülwasser rein, kurz einwaschen, dann raus, feucht nachwischen, trocken nachwischen, auslüften lassen und dann einmal zusammenlegen, grob, also leicht, und dann wieder in den Schubladen rein. Hier ist jetzt drinnen fertig. Ich tue jetzt ein bisschen Balsamico drüber und dann kann das abkühlen und bis man es braucht, ist dann lauwarm und dann schmeckt es perfekt. Guten Appetit, wünscht euch die Elisabeth aus meiner Feminaküche. Lasst es euch schmecken.